Wolfuß und Frank Puschmann begrüßen Sie zu dieser Partie. Und wie Sie unschwer erkennen können, leise rieselt der Schnee. Aber es wurde uns versichert, dass der Platz wirklich gut bespielbar ist. Hoffen wir also auf eine spannende Partie unter einigermaßen regulären Bedingungen. Borussia Mönchengladbach hat intensive Fehleranalyse betrieben nach der Heimniederlage, als es gegen Borussia Dortmund ging. Ah, dieses 0:1 hat sich natürlich mächtig geärgert. Das steigert die Motivation für heute. Ich sage, ein Sieg ist möglich. Sie dürften selbstbewusst an die Auswärtsaufgabe rangehen. Ihre Defensivleistungen in dieser Saison sind richtig gut. Ja, die sind wirklich stark. Und wenn Sie das auch heute wieder zeigen können, dann haben Sie hier beste Chancen. Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Heute treten Sie hier im 4-5-1 an. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Welchen Eindruck macht die Auswärtsmannschaft auf dich, Buschi? Und so langsam wird es hier allen bewusst, dieses Jahr ist der Titel drin. Wir sind schon über die Hälfte der Saison hinaus und sie haben nach wie vor beste Chancen auf die Meisterschaft. Heimo Wasserschneider wird das heutige Spiel pfeifen. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Bungert. Rosinski. De Blasis. André Hahn. Baumgartlinger. Sie kämpfen um den Ball. Er schraubt sich hoch. Den Ball bekommt er nicht richtig platziert. Ja, den trifft er nicht richtig voll und das ist dann kein gefährlicher Kopfball. Ganz einfach an den Ball gekommen. De Blasis. Da bekommt er Unterstützung. Den muss er jetzt machen. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Das könnte gefährlich werden. Der kommt gut. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. De Blasis. Korb. Und den macht er nicht. War vielleicht auch zu schwer. Er wollte es mit dem Außenriss machen. Latza. Sie sind ganz vorne in der Tabelle und genau so spielen sie auch gut. Ja, und der Erfolg kommt ja auch nicht zufällig. Sie spielen richtig gut und stehen völlig verdient da oben. Nico Schulz.
Baumgartlinger. Jetzt haben sie den Ball. Optimale Bedingungen für eine Grätsche bei dem rutschigen Geläuf. Das könnte die Chance werden. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Latza. Mali. Tolle Flanke. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Mali. Und er schießt. Das war knapp. Sehr gut reingespielt. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Bent. Wird das seine Torchance? Jetzt haben sie den Ball verloren. De Blasis. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Gutes Tackling auf außen. Er kann ihn nicht aufhalten. Mali, dafür fehlt er das Tor. André Hahn. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Wird's jetzt gefährlich. Mali. Das sehen wir hier nicht zum ersten Mal. Im Schnee ist die Ballbehandlung dann einfach doch noch mal einen Tick schwieriger. Ja, sieht man hier auch an seiner Chance. Das kann er natürlich viel besser. So. Teams sind auf dem Platz. Noch ein paar Worte zum Wetter, bevor es losgeht, Buschi. Ja, was soll man da groß sagen? Nicht, ja, sagen wir mal, die besten Bedingungen. Aber solange der Schneefall nicht stärker wird, dürfte es keine allzu großen Probleme geben. Da stand der Assistent gut. Abseits. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Wendt. Und jetzt ein Schuss. Wie macht er den denn rein? Ohne Zweifel. Der Keeper sieht nicht gut aus. Aber natürlich ist es auch nicht so einfach bei diesen Witterungsverhältnissen. Ja, der Schneewolf macht es natürlich schwieriger, vor allem für die Torhüter. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Latza. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Der Ball geht ins Tor aus und es gibt Abstoß. Schauen wir uns das Führungstor nochmal an. Ein klasse Treffer. Der Mut wird belohnt. Rechts schlägt's ein. Latza.
De Blasis. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Ganz starke Flanke. Der Ball wurde gut weggefaustet. Nicht platziert genug. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Sie liegen hier vorne, die Gäste. Er spielt auch ihre gute Defensive wieder eine entscheidende Rolle. Und es ist ganz entscheidend, dass sie bislang hier ohne Gegentreffer geblieben sind. Eine wirklich gute Leistung. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Stindl. Baumgartling. Rosinski. Moritz. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Da zieht er ab. Er trifft die Latte. Gute Aktion. Gut geklärt. Zur Ecke abgewehrt. Er hätte auf Leihbasis wechseln können, aber das Angebot hat er abgelehnt. Ja, das kann ja nur heißen, dass er hier nochmal angreifen will. Wir werden sehen, ob das eine kluge Entscheidung war. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Er versucht's. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Gibt Ecke und die Chance, die Führung hier auszubauen. Also ich muss sagen, ich war mir zunächst nicht sicher, ob der Ball die Linie da nicht doch überquert hatte. Ja, und genau dafür haben wir ja die Torlinientechnik und wir sehen, dass der Ball tatsächlich und eindeutig nicht drin war. Die Entscheidung korrekt. Nordfight, das war eine knappe Kiste, gute Chance. Ja, da kam der Eckball gut rein und fast ist das Ding drin. Die Gäste werden wechseln. Bell. Rosinski. Einwurf. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Mainz 05. Dann geht es auswärts gegen Hannover. Und das ist eine Partie, auf die ich mich ganz besonders freue. Und jetzt wechseln sie. Nordfight. Und damit ist der Ball weg. Geht er rein? Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Rosinski. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Baumgartling. Nordfight. Und damit sind sie am Ball. Moritz.
Rosinski. Jetzt müssen sie aufpassen. Sie lassen den Ball gut laufen. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Und jetzt bringt er den Freistoß. Jetzt müssen sie nochmal alles reinhauen. Sie können den Ausgleich noch packen. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese Chance. Christian Eriksen ist zum FC Valencia gewechselt und verlässt Tottenham Hotspur. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Raphael. Bell. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Bergren. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Stindl. Gute Flanke. Busmann. Baumgartlich. Hier sehen wir jetzt in der Einblendung den nächsten Gegner der Fohlenelf. Es geht gegen Werder Bremen im nächsten Bundesligaspiel. Keine allzu schwere Aufgabe, möchte man meinen. Scheint so, als kämen sie spielerisch heute nicht durch. Da jetzt der Versuch, mehr lange Bälle zu spielen. Sieht ein wenig nach Brechstange aus. Und jetzt wollen sie das Tor hier erzwingen. Werfen alles nach vorne. Mal sehen, ob sie Glück haben und irgendwie noch einer passt. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne mit dem Wechsel. Will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. Ibrahima Traoré. Der Ball geht ins Aus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Die Fans geben heute alles. Die Atmosphäre hier im Stadion ist einmalig. Eine sagenhafte Unterstützung. Da musst du doch als Spieler Motivation rausziehen. Und jetzt ein Schuss. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Knappe Führung, kurz vor dem Ende. Und gegen wen geht's als nächstes, Buschi? Der nächste Gegner von Mainz 05 heißt Hannover 96. Und da darf er schießt! Gute Aktion vom Torhüter. Ein enges Ding hier. Durch den Eckball könnte jetzt noch mal Bewegung reinkommen. Jetzt Raphael. Da hat er den Pass unterbunden. Ganz wichtige Aktion. Schießt er ihn rein. Tolle Aktion vom Torwart. Das könnte jetzt gefährlich werden.
knapp daneben und das ist in dieser Situation doppelt ärgerlich. Ja, ein Tor wäre gerade jetzt enorm wichtig gewesen. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was? Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. Vier, er versucht's. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Nicht mehr lange zu spielen. Dieser Eckball könnte die Entscheidung bringen. Und jetzt der Schuss. Der Ball geht knapp daneben und das könnte sich noch rächen. Ja, mit dem Treffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Stindl. Busmann. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein. Hier ganz schön knapp. Es bleibt beim 1:0. Die Partie ist beendet. Leider kein gutes Wetter heute, aber die Teams haben das Beste draus gemacht. Ja, das kann man wohl sagen. Gutes Spiel bei dem Sauwetter. Klasse. Sie haben sich hier den Sieg geholt. Ja, sie sind hier ohne Gegentor geblieben. Kompliment.